Heute möchte ich mich den Starkzehrern wie zum Beispiel der Tomate widmen. Und weil es jetzt noch recht früh in der Gartensaison jetzt momentan ist und für viele Starkzehrer wie zum Beispiel Kürbisgewächse wie Melonen, Gurken, Kürbisse, Auberginen, Paprika oder auch die Tomate in der Nacht ist noch viel zu kalt ist, werde ich mich mehr um die Beetvorbereitung kümmern. Und da zeige ich euch, wie ich meine Hochbeete und meinen Tunnel allgemein vorbereite, damit die guten Pflanzen einen optimalen Start haben können. Also zu den Starkzehrern zählen zum Beispiel Tomaten, Auberginen, Paprika sowie Gurken, Melonen, Kürbisse, also die Kürbisgewächse, dann Kartoffeln und Kohlgewächs, und die bilden halt in der Regel ziemlich tiefes oder breites Wurzelwerk, und das schaue ich mir halt einfach immer genauer an, wie groß die Pflanzen auch werden, und versuche halt so meine Beete vorzubereiten mit dem entsprechenden organischen Material. Also wer zum Beispiel Herbin Palmer Esche gelesen hat, weiß zum Beispiel, dass halt die Pflanzen durch Mikroorganismen wachsen, weil sie halt die in Symbiose gehen mit den Pflanzen über das Wurzelwerk und so die Pflanze sozusagen unterstützen, beziehungsweise auch die verschiedenen Pflanzenteile mit eingebaut werden. Und da ist dann wieder wichtig, um halt viele verschiedene Regenwürmer, Mikroorganismen, Bakterien und das Bodenleben zu fördern, muss man es natürlich füttern. Und von daher bin ich natürlich ein Freund zum Beispiel von Mulchen. Und so gehe ich halt in der Regel dann auch vor. Über den Winter habe ich zum Beispiel bei mir im Folientunnel eine Mulchschicht von Laub von 10 bis 20 cm angelegt. Da auch immer wieder Bokashi mit eingearbeitet und so weiter und so fort. Und das habe ich zum Beispiel bei meinen Hochbeeten jetzt auch gerade gemacht, dass ich halt die Muttererde oder die oberste Erdschicht weggetan habe. Da sehr viel Bokashi und Küchenabfälle damit eingearbeitet habe. Dann Pferdemist obendrauf, weil ins Hochbeet kommen zum Beispiel die Melonen. Die mögen es halt ein bisschen wärmer zum Teil, und wenn der Mist halt gut verrottet, dann bildet sich auch dementsprechend Wärme, und das mögen halt dann Melonen ziemlich gerne. Von daher versuche ich es halt dann durch den Verrottungs- und Zersetzungsprozess so warm wie möglich zu halten für meine Melönchen. Und dann habe ich dann wieder die Mutter Erdschicht wieder draufgelegt und dann wieder einen guten Kompost von mir mit oben aufgearbeitet, mit zum Beispiel Pflanzenkohle, und alles natürlich dann auch wieder gleich abgemulcht mit Laub, damit es halt nicht durch die Sonne austrocknet oder durch den Wind, und das einfach geschützt ist und die Feuchtigkeit gehalten wird und sich dann auch oben die Regenwürmer auch mit bedienen können. Jetzt noch zwei Hinweise bezüglich des Mistes und dem Bokashi. Also beim Mist schaut, dass der Mist nicht ganz frisch oder zu scharf ist. Pferdemist kann man in der Regel nach einem halben Jahr, wenn er gut abgelagert ist, kann man dann ruhig etwas mehr in die Beete mit einarbeiten. Das macht da gar kein Problem. Nur sowas wie zum Beispiel Geflügelmist ist halt recht scharf. Das würde ich mindestens 1-2 Jahre liegen lassen und dann wirklich auch ganz wenig damit einarbeiten in eure Beete, weil das kann dann passieren, dass eure Pflanzen bzw. die Wurzeln dadurch verbrennen und eure Pflanzen da eingehen. Also ich bin Fan von Pferdemist, da kann man eigentlich so ziemlich überhaupt nichts falsch machen. Vor allem bei Starkzehrern, dem macht es jetzt weniger viel aus, wenn man da jetzt etwas mehr Mist zum Beispiel nimmt zum Düngen. Und was ja auch sehr interessant ist, wenn der Pferdemist halt recht frisch ist, dann kann man zum Beispiel auch sein Hochbeet, wenn man da eine gute, ordentliche Schicht Pferdemist damit einarbeitet, sozusagen eine Art Heizung generieren, beziehungsweise eine Wärme, wo halt dann die Pflanzen dann dadurch dann auch mit profitieren können, wenn man halt eine, sagen wir mal, in der Mitte oder in der mittleren Schicht richtig viel frischen Pferdemist zum Beispiel mit einarbeitet und dann weiter oben halt dann eine gute Erdschicht macht, dass die Pflanzen nicht sofort an das warme bzw. an den scharfen Pferdemist rankommen. Das andere ist halt dann der Bokashi, und da ist es halt, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das ist halt so eine Art Vorfermentation, wo ich halt Pflanzenkohle und Mikroorganismen damit rein tue. Das wird halt dann so verarbeitet wie zum Beispiel Sauerkraut, und das werfe ich dann einfach bei mir in die Beete immer mit rein oder grabe es halt auch zum Teil mit rein oder tue es halt unter die Mulchschicht, damit es nicht ganz so sehr stinkt. Und das verrottet wirklich richtig schnell. Also die Regenwürmer tun das meistens in einem Monat oder sowas umsetzen. Und das Interessante dabei ist halt auch, dass solche tropischen Sachen, die man normalerweise nicht einfach so in den Kompost werfen sollte, weil sie recht lange brauchen zum Verrotten, wie zum Beispiel Bananenschalen oder Orangenschalen, dass selbst die richtig schnell verrotten und innerhalb von 6 Wochen dann auch nicht mehr zu sehen sind.
Kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil über den ganzen Winter her presse ich mir mal frisch gepressten Orangensaft und da kommt so viel Orangenschalen damit auf oder Zitronenschale, das verrottet bei mir wirklich gut. Also von da gar kein Problem. In einem Bokashi kann man wirklich alles mit reinarbeiten. Knochen, gekochte Sachen, Brot, Fleischsachen gehen auch. Also da kann man wirklich alles rein vorfermentieren lassen. Da kommen auch keine Ratten. Habt ihr gar keine Probleme mit irgendwas und dann einfach in die Beete reinwerfen. Das wird dann sofort umgesetzt. Bei mir im Folientunnel habe ich noch eine Stelle, da wo dann später die Melonen hinkommen, an der Außenseite, wo dann mehr Sonne hinkommt, habe ich einen Holzhäcksel damit rangelegt, weil das gehäckselte Holz auch ein Langzeitdünger ist, beziehungsweise Wasserspeicher, liefert den Bodenleben richtig gut Futter, siedelt auch mit Pilze an und da habe ich noch mal ein bisschen Pferdemist mit raufgetan. Und das soll dann nochmal so eine gute Kombination sein. Dann wird man dann schauen, ob ich dann später nochmal Grasschnitt bekomme, damit ich dann nochmal eine dickere Schicht bekomme. Und wie bei einem Komposthaufen, den ich einfach bei einem Beet mache, dass ich halt viele verschiedene grobe, feine und grüne Material zum Beispiel mit habe. Einfach hier diese Vielfalt damit habe, damit halt hier eine gute Erde auch mit umgesetzt wird. Und was ich auch sehr gerne mache, also auch schon in Vorbereitung, muss ich dann schauen, ob die Erde noch bei mir reicht, ist bei mir auf dem Komposthaufen, Misthaufen, da einfach Kürbisse mit einpflanzen. Das machen bei mir hier im Dorf sehr viele, sogar mein Verpächter macht das jedes Jahr, der hat einen riesigen Misthaufen und da schmeißt er einfach die Kürbissamen direkt rein. Hat mein Vater früher in der Sowjetunion genauso gemacht. Also die haben dann einfach den Schweinen, haben sie dann die Kürbisse gegeben zum Fressen, auch die Samen. Und dann haben sie halt den Mist genommen, einen Misthaufen gemacht und da sind dann überall die Kürbisse rausgewachsen, weil sie es halt dort schön warm haben. Und Kürbisse haben halt ziemlich robustes und gutes Wurzelwerk. Denen macht es weniger aus, wenn sie zum Beispiel etwas frischeren Mist mit reingeworfen werden, die wachsen da trotzdem und ich mache das auch jetzt schon seit 2 bis 3 Jahren, dass ich halt gerne meinen Komposthaufen einfach Kürbisse runterranken lasse. Also kurz zusammengefasst, dort wo ihr eure Starkzehre anbauen möchtet, macht da einfach einen Komposthaufen. Also mulcht da richtig viel mit vielen verschiedenen Sachen, mit Holz, mit Laub, mit Gras, mit Mist, mit Bokashi auch mit einarbeiten, um das Leben damit reinzubringen und optimales Wachstum bzw. ein gutes Wachstum steht euren Pflanzen nichts im Wege und eurer Ernte dann ebenfalls nichts. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Viele, die meine Videos schauen, haben den Kanal zum Beispiel nicht abonniert, also von daher sind nur 2 Klicks und ist eigentlich auch nicht die Welt. Also vielen Dank, wenn ihr dann auf den Abo-Button klickt. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie weit ihr jetzt schon mit euren Beetvorbereitungen sind, was ihr in der Voranzucht habt oder einfach irgendwas mit rein kommentieren, einfach wegen dem Algorithmus. Das unterstützt auch wieder mich, meine Arbeit und meinem Kanal, dass ich mehr Leute erreichen kann. Gerne auch dann dieses Video Freunden, Bekannten teilen, die zum Beispiel auch einen Nutzen davon haben können. Auch auf Social Media Plattformen ist auch alles gerne gesehen und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Kommentarbox zum Beispiel, also in den ersten Kommentaren, den ich anpinne. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten auf meiner Webseite zum Beispiel. Freue mich auch richtig sehr, wenn ihr meine Arbeit sozusagen auch mit wertschätzt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.